Puff und ein wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Geil, dass ihr wieder einschaltet, Leute, wieder eine geile Runde. Ark GG 2. Wieso? Was ist los? Hi Deko erstmal. Hallo, was laberst du dazwischen? Nee, diese komische, ich hab gerade so Huhu gemacht, hat sie angehört, diese Typen, die, kennst du so einen Huhu-Song? Diese Dudes, die so richtig bekifft aussehen, genau, die Fichten. Fichten oder so. Ja, ja, genau. Die Wallstädter Fichten. Gut, man kennt sie, ja. Na ja. So habe ich mich gerade angehört. Okay, ich crafte erstmal noch alles an Gunpowder durch, was wir durchcraften können. Achso, ich muss das ja gar nicht mehr hier machen. Ich kann das ja jetzt in den YouTube machen. Ja, na lo, Brody. Ist doch viel geil, ey. Ich habe gerade gesehen, wir haben noch einen Brustpanzer. 581 Rüstung, den habe ich vorher nicht gespottet. Letzte Folge hat uns Delta angegriffen, hat so das erste Mal in unsere Base geschaut. Oder an unserer Base so ein bisschen abgetastet. Wie weit kann er gehen? Was macht er? Einer muss auf jeden Fall jetzt, glaube ich, immer zu Hause bleiben. Der andere kann vielleicht schauen, ob er noch die ein oder andere Base raiden kann. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, damit wir nicht komplett stillstehen, weißt du? Ja. Aber das wird jetzt... Ich weiß aber halt nicht, ob du Rohstoffe noch hast, um noch eine Base zu raiden jetzt. Ich habe vorher, glaube ich, so 6 oder... Nee, 15. Digga, der Merwing da oben ist immer noch gebolert. 15. Wie lange ist denn der Scheiß? Oder muss man den befreien? Den muss man, glaube ich, nicht befreien. Ich glaube, der ist einfach irgendwann wieder ready. Was wollte ich gerade sagen? 15, was? Achso, 15 Raketen habe ich gebaut. Also, das könnte reichen. Das sollte eigentlich reichen. Kannst du gucken, geh mal zu ihm, guck mal, ob du ihn pfeifen kannst. Ja, mache ich sofort. Weil er ist zwar noch in der Position, als wäre er noch eingenetzt, aber... Eingenetzt ist er eigentlich nicht mehr. Dann... Kannst du den T-Rex in der Zeit weiter hochheben? Ach, er ist getorport. Achso, lol. Okay. Das ist alles gut. Aber wenn trotzdem... Oder ich versuche da hochzufliegen. Der ist ja gerade nicht da, dann kann ich mal die Tür jetzt befüllen mit Munition. Yeah, yeah, yeah. Ich sehe gerade, ballert richtig durch. Hier stehen noch. Dann das zieh ich also richtig durch. Dumm wird's halt, wenn er ankommt, angreift, aber nicht von der Seite, ne? Wenn er die Seite einfach komplett kalt lässt. Aber wir haben die andere Seite doch auch ein bisschen abgedeckt, oder? Ja, aber nicht so viel. Also wir haben schon Hauptsache... Na okay, dann müssen wir die andere. Also ich habe doch hier drei Turrets oder so. Kannst du da nochmal was craften? Geht das? Ja, dann würde ich jetzt nochmal ein neues Metall holen, Deko. Ja. Weil der craftet da, glaube ich, gar nichts durch derzeit. Deswegen nochmal zurück. Laserpistole brauche ich hier. Voll Laser. Voll Laser, wie du abgehst. Munition? Ja, Munition. Ich baue, glaube ich, jetzt doch noch mal eine Foundation und stelle diese Ammo-Box noch in die Mitte, damit die so ein bisschen nachfüllt noch. Ja. Allerdings müssen wir dafür erst einmal Munition craften, dass sie überhaupt Material hat zum Nachfüllen. Mhm. Was brauchen wir dafür? Ich glaube, Stein, Feuerstein. Stein, also wir brauchen ganz. Stein haben wir noch, wir brauchen Feuerstein. Feuerstein? Also, falls du Feuerstein sammeln kannst. Ja. Ich glaube, das ist Verhältnis, Mischverhältnis 2 zu 1. Ja. Wir haben noch 1000 Stein, 2000. 3000, 4000, 4, 4, 5, 6, 7. Also du könntest noch locker irgendwie 15.000 Feuerstein sammeln. 15.000? Digga! Dann würden wir unseren ganzen Stein aufbrauchen für Zinnpulver. Aber was wir auch brauchen, ist Holz, damit wir noch Kohle kriegen. Ja, da habe ich mich ja schon drum gekümmert. Ja, ja, so ein bisschen was bricht hier durch, ja. Aber mehr geht immer. Ja, natürlich. Deswegen, ich bin jetzt hier am zweiten Metallspot. Werde ich hier erstmal was durchballen und danach werde ich auf Feuerstein gehen. Weil das scheint ja wirklich erstmal Priorität 1 zu sein. Eigentlich schon, ja. Oh, ich drohe zu verdursten. Fuck, ey, ist immer richtig unnötig, so eine Scheiße, ey. Okay, eine Ammo-Box so hier hin. Eigentlich muss ich noch eine bauen, dann haben wir noch genug Rohstoffe für eine zweite Ammo-Box. Boah, ich bin full. Nee, noch einmal kurz das snacken. Es fehlt Metal. Metal fehlt? Eine weitere Ammo-Box. Wie viel brauchen wir denn dafür? Also jetzt können wir halt die Sachen auf unserer Main-Verteidigungsseite können wir jetzt auffüllen mit der Ammo-Box. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, reicht die Reichweite der Ammo-Box nicht, um die andere Verteidigungsseite zu füllen. Nee, hört genau vorher auf. Okay. Ja, vielleicht hat er das ja so auch so ein bisschen gescoutet, ne? Okay, die andere Seite ist irgendwie ziemlich easy, vielleicht sollte ich da eher reingehen. Ja, da ist halt nur das Problem, dass er da schlecht rankommt, weil diese riesen Schlucht dazwischen ist. Ja. Oh, nee, er kommt hier. Ich sehe seinen T-Rex. Hier steht ein T-Rex. Okay, kannst du da noch so ein bisschen was rüberballern oder ist schon verloren? Ich glaube, rüberballern kann ich da, bringt nichts. Aber okay. Ich schieße schon mal drauf. Der hat nur 3,3 KHP. Ich mache 1000 Schuss. 1000 Damage pro Schuss. Ja, vielleicht kann dann ich den eben schnell wegziehen. Dann ist das aber kein guter T-Rex. Ah, nee. Der heißt Boo. Ah, okay. Boo war Level 35.
Das ist ja voll unfair. Okay. Warte mal, was denn? Scheiße. Ja, dass ich den T-Rex gekillt habe wahrscheinlich. Was ist los, Alter? Das war meiner. Ihr solltet euch erschrecken. Leider hat er mich erschrocken. Bei Deko warst du erfolgreich. Echt jetzt? Ich muss die ganze Zeit mit Delta reden. Sagen Sie, ich habe erst sehr spät gecheckt, dass er erst Level 30 war. So, Metall Mehring. Ich glaube, der müsste ja nach 2 Schüssen oder so tot gewesen sein, oder? Fast, sagen wir mal ein fast. Schuss. Die Mindgames, die beginnen, ey. Hallo? Hallo? Digga, kann ich irgendwie helfen, oder? Hier fest. Ich irgendwie festgewackelt. Was hatten die da für krasse Tools zu stehen? Also entweder haben alle gleichzeitig geschossen oder irgendein Tool schießt extrem schnell bei euch. Keine Ahnung, was er meint, aber... Ich auch nicht. Nehm's hin. Ja, wahrscheinlich... Wer Angst hat, ist besser. Ja, wollte gerade sagen. Wir nutzen die Zeit, Digga. Noch mehr Tools und noch mehr Tools. Ich brauche noch mehr, Digga. Los, gib mir mehr Wasser, Digga, Wasser. Geh mir doch nicht auf den Sack. So, ich hab da noch... Was will er? Weiß ich ja, nicht. Was? Da noch eine Frage. Hau raus. Ich habe hier zwei Namen. Dicke Ute und Riesenherbert. Kennt ihr die? Nee. Ihr müsst es kennen. Ich habe hier den Sohn von der Ute. Nein! Ich hab nämlich euch damals ein Ei geklaut. Wir haben dir aber auch ein Ei geklaut irgendwann mal. Hör auf, meine Eier zu befummeln. Okay, Deko, ich habe ein bisschen Feuerstein geholt, ist aber jetzt aber nicht super viel. Uff. 1500 und viel mehr Stein, weil man durch Laser leider auch viel mehr Stein bekommt. Aber wir brauchen jetzt Stein erstmal. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, habe ich jetzt einfach mitgenommen. Wir können auf jeden Fall wieder ordentlich was durchballern. Jetzt lohnt sich auch eigentlich wieder so einen roten Erfahrungsbooster-Punkt einzusammeln, wenn man so viel durchcraftet. Werden ja immer wieder voll, glaube ich. Nimm doch mal diese komischen Erfahrungsscheiße mit! Die habe ich nie eingesammelt, weil ich die eigentlich nur einsammeln möchte, wenn ich auch... Brauchen wir doch gar nicht mehr. Wenn ich gute... Ja, bestimmt. Aber nur, wenn ich viel auch gerade crafte oder was vorhabe, weil sonst ist das so verwasted. Dachte ich immer. Pack mal das ganze Holz, was hier noch in normalen Forges ist, baller ich mal in die, Industrial Forge. Do it, do it, do it. SS. So, das ballert durch. Das ist doch wie fein. Gibt's irgendwo auch nur so ein Ammunition-Aufladungsding? Nee, ne? Das wäre zu krass, glaube ich. Hä? Dass man nur Ammunition craften kann, wo nichts anderes gecraft wird, was dafür richtig schnell geht. Nee. Leider nicht. Weil dann crafte ich jetzt schon mal weiter, ne? Munition. Kann ich überhaupt was craften? Ich mach mal 1000. Es fehlt 9000 Gunpowder. Okay, na gut. Dann starte ich mal wieder Industrial mit Gunpowder. Industrial Forge. Alles. Wie viel? 3500 Holz haben wir in die Industrial Forge reingeballert. Mhm, sehr schön. Nehmen wir. Dann zieh ich nochmal kurz los, Deko. Und baller ganz kurz in diese eine Höhle, wo ich mit dem Mehring hinkomme. Alles andere kann ich leider mit dem Mehring nicht machen, die gute Höhle, wo ich einen Petri für brauche. Um vielleicht noch ein paar Sachen einzuschrotten. Falls wir da irgendwas Metalliges haben, kann uns das auch schnell ordentlich Metall geben. Das wäre ziemlich fresh. Ja. Ist eine gute Idee. Aber es wird jetzt auf jeden Fall, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig lustig. Jetzt wird's echt spannend. Wann kommt er? Und wie viel können wir dagegen halten? Ja. Harpunen sind auf jeden Fall richtig wichtig. Netgun meinst du? Wobei, wenn auf so ein... da auch nicht. Ich dachte gerade so, okay, wenn er auf so einem fetten Dino sitzt, einfach, wir brauchen noch so einen Kettenbowler, weißt du? Aller Herr der Ringe, um irgendwas zu machen. Aber... wenn wir die Turrets richtig eingestellt haben, dann schießen die ihn ja da runter. Also da sollte eigentlich nichts passieren. Eigentlich. Eigentlich. Wir könnten schauen. Das Einzige, was er machen kann, ist halt mit Stego ankommen, ne? Ja, und das würde er auf jeden Fall machen. Also das ist klar wie Kloßbrühe. Genauso wie er mit Dinos ankommt, die dann healen. Ja. Die Frage ist das nur, Ding ist halt, wie reagieren wir es darauf? Es wäre richtig geil, wenn wir es hinkriegen würden, die Dinos, die healen, zu töten. Wenn einer von uns irgendwie auf der anderen Seite von da, wo er angreift, auf der anderen Seite absnackt, irgendwie nach hinter ihn fliegt, so auf low, tief auf dem Boden und dann nach oben und dann seine
seine Heiler anfickt. Ja, oder vielleicht müssen wir nochmal diesen komischen 700-prozentigen Bogen da craften mit ein paar Metallbolzen, ne? Weil einen haben wir. Haben wir den noch? Ich glaube, den haben wir doch bestimmt verloren. 737% ist hier. Den haben wir noch, Eiskold? Der ist in unserem Safe. Digga, krass, hätte ich niemals gedacht. Aber ja, Bolzen brauchen wir dafür, ne? Weil gerade seine heftigen Dinos, die viel Rüstung haben und der wird nur Dinos haben mit guten Sätteln, nur. Da können wir zumindest ein bisschen was gegen tun, ne? Und wenn du mir sagst, was man dafür braucht... Das hier ist Metallpfeil. Ist das Blueprint, oder? Metallpfeile habe ich, was denn? Ne, es ist leider kein Blueprint. Aber haben wir nicht auch... Ey, wir haben doch richtig geile Blueprints davon, laden wir nicht voll. Wir haben auf jeden Fall welche. Kannst du mal kurz nachschauen? Ich muss ja nur in den Blueprint-Schrank gehen und nach diesem Kack suchen. Ja, das Höchste, was wir haben, ist 470. Okay. 467 hat um einiges mehr Haltbarkeit. Ist auch günstiger. Ist teurer. Also, brauchen wir so viel Haltbarkeit? Wahrscheinlich nicht. 3580 Metallbarren. 4000 Polymer. 3200 Zement. Okay, ja, würde gehen, aber es ist schon brutal teuer. Oh, was für... Ach, Holzkohle fehlt wieder, Alter. Bro, Kohle! Ne Kohle! Bitte, ich brauch Kohle! Ne Kohle! 255, eigentlich bräuchten wir zwei Industrial Forces. Könnten wir uns ja eigentlich leisten, einfach, ne? Damit die Kohle schneller durchbrennt. Könnten wir uns leisten. Aber dann könnten wir uns eben keine Flinte mehr leisten, ne? Aber könnten wir machen, wenn du willst. Kostet ja nur 3000 oder so. Nur. Was kostet die sonst noch? Ich glaube, den Rest haben wir auch. Ein bisschen Öl, ein bisschen Zement, ein bisschen dies, ein bisschen das. 400 Öl. Ja, 400 Öl, 600 Zement, 400 okay. Polymer. Check mal eben kurz. 2500 Metallwaren, 250 Grisse. Könnte noch einen bauen. Dann könnten wir das Holz aufteilen und doppelt so schnell Kohle herstellen. Boah, hier ist so viel Scheiße drin, ne? Ich grind einfach mal alles weg, ja? Schau mal eben. Grind all Items. Wuh. Ja, kriegen wir nicht auch Holz raus? Holz haben wir rausbekommen, richtig viel Pilzholz. Wir haben Pilzholz, Digga. Das können wir, Alter, direkt in die Forge, Alter. Forge. Haben wir Pilzholz. Richtig viel Pilzholz, okay. Ja. Soll ich alles reinziehen, oder? Muss ich ja nur hier aktivieren. Ja, das ist ja ein Klick. Ja? Ja, achso, schon. Ja. Für 16.000, ey, bam. Okay, Digga, das ist richtig gut Kohle. Eigentlich müssen wir jetzt wirklich noch die zweite Forge bauen. Okay. Wenn wir so viel Holz haben. Ja. Dass wir das durchkriegen. Wobei, da brauchen wir Zündpulver. Ich würde nochmal ganz kurz abchecken, ob man vielleicht Delta gerade so ein bisschen nerven kann. Weil wir dürfen ihn da eigentlich nicht so easy aufbauen lassen. Also wir müssen irgendwas. Ja, aber ich tun, weiß ja noch nicht, wo er sich aufbaut. Also ich direkt bei unserer Base, neben uns. Hat ihn da schon gefunden. Ja? Ja. Wo? Letzte Folge. Über uns. Direkt bei der Brücke eigentlich. Müssen wir uns mal kurz anschauen. Soll ich da mal vorbeifliegen gerade? Ja, wir können uns das mal gemeinsam anschauen, ja. Warte, ich steig mal kurz ab und aim da mal kurz rüber mit dem Sniper. Ich bin gerade bei Nacht unterwegs. Bei Nackt? Aber ich bin nicht sicher, wo du meinst. Die kommen mal direkt über uns, wo der Wasserfall ist. Direkt über uns bei der Base. Da sieht man auch schon seine ganzen Lampen. Es sind schon viele Turrets. Oh, ey. Fuck. Das ist hier diese Admin-Base. Hat er die nicht geraidet, die Admin-Base? Meinte er, ja. Er sieht aber ziemlich löchrig aus. Da sind aber noch Turrets drauf. Wenn wir Turrets zerstören, kriegen wir die Munition. Ey, der hat auch nur automatische Turrets drauf, ne? Ey, ich könnte da jetzt hingehen und... Er darf eben nicht zu Hause sein, ne? Willst du irgendwie zu seiner Base mal ballern, schauen, ob er da gerade unterwegs ist? Dann würde ich die Base nämlich raiden. willst du gucken eben hier bei der Burg-Base, die ja kaputt ist? Ich würde lieber seine Base raiden. Ja, aber hier sind sehr viele Turrets drauf. Okay, aber... Die sind alle aus. Okay. Wenn er die nicht leer gesoakt hat, dann müsste noch Munition drin sein. Er hat doch aber gesagt, dass er die platt gemacht hat und geradet hat. Ja, die ist ja auch, das ist nur noch ein Kern, der da steht, mit oben den Racks dran, mit den Turrets drauf. Das hat er doch niemals... Und die sind sogar schon... Ja, die Hedgeframes sind alle heile. Okay, also soll ich vorbeikommen mit Raketenwerfer einfach, oder wie? Ja, und dann mal testen. Dann fliege ich eben zu ihm rüber, ja? Zu seiner... Ja. Ja, ja. Die war ja an dem golden Ding, ne? Ja, gib mir Bescheid, wenn er da ist. Irgendwas hat er nicht geschossen. Was Narkotik-mäßig ist, dann ist er das. Nee.
waren Turrets. Okay, aber ich war auch da oben bei der Brücke. Ich weiß aber nicht, ich habe seine Base nicht gesehen. Achso, eigentlich wäre ja C4 besser, oder? Wenn die eh nicht mehr zurückschießen können, dann nehme ich lieber C4 mit, oder? Ja, aber guck vorher nach. Also, check nochmal ab, weil wie gesagt, irgendwas hat gerade nicht geschossen. Bist du schon wieder zu Hause, oder? Nee, ich flieg gerade los zu Delta. Achso, okay. Wie schlau das ist, einen Fallschirm habe ich. Irgendwo da oben war das, ne? Muss ich nochmal kurz schauen. Achso, das ist ein Polovia oder Pullover? Oh ja. Müssen wir ja auch noch irgendwie wegballern. Ich weiß halt nicht, wie man den rauskriegt. Ja, selber hingehen wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Ja, wenn man drüber läuft, meinst du, dann kommt der raus? Vielleicht ist er halt auch nur dafür da, ne? Nur so eine Falle. Ja. Boah, ich zieh da einmal rüber, ne? Okay. Da war jetzt nichts. Oh, ich hab richtig Angst, Deko, ey. Zieh noch einmal rüber. Ich muss mal eben Gamma hochstellen. Okay, ist wieder nichts passiert. Ich fliege jetzt so drüber. Oh, Alter, das sind ja... Boah, wie viele das sind, ey. Leco mio, ey. Er könnte halt gute Munitionsausbeute noch rauskommen. Naja, ich guck mal kurz, habe ich meinen Fallschirm dabei? Ich will ja nicht sterben jetzt. Ja. Ich hätte meine Markierung machen sollen, wo seine Base war. Okay, jetzt muss ich Hast du auch nicht gemacht, zufälligerweise, ne? Nee, aber ich weiß, wo die ist. Also, das ist wirklich auf so einer richtig fetten Insel. Direkt an dem Berg, also das kann man gar nicht übersehen. So, ich dachte, es wäre hier. 3, 1. Hä? Hab ich doch dran geworfen? Hat das nicht gezählt? Nochmal. Nee, nicht hier. Ja, wo ist denn der Fick, Okay. Ich kann gerade nichts mehr werfen. Okay, was ist da los? Die 4 kannst du nicht werfen, musst du rangehen, ne? Ja. Dass du quasi dran stecken kannst. Jetzt nochmal. Jetzt. 3, 2, 1. Ja, und. 224 Schuss! Nehme ich. Nice, okay. Gibt noch ein bisschen Munition zum Abgreifen. Mhm, wundert mich, dass er das 0 mitgenommen hat, Krass. Digga, verarsch mich doch nicht. Also ich komme da sehr, sehr schwer hin. Ich glaube, ohne Crossbow ist es echt ziemlich arschig. Hol mir erstmal einen Crossbow. Ich glaube, das ist besser. Uff. Aber da okay, ist er gerade. Also nicht, ich bin hier. Aber, also ich sehe das hier, steht ein... Der Karocho steht hier. Mit 17.000 HP, meinst du, ich kann den schon mal Alter! Schießen? Ey, du siehst den? Ja. Ey, dann komme ich rüber zu dir auch mit einer guten Flinte, dann ballern wir den runter. Der steht hier. Alter, aber ganz vor der Base. Oh mein Gott, ja. Das heißt, ich soll noch nicht drauf schießen, ja? Oh. Ich weiß nicht, wenn er zu Hause ist, du kannst ja schon mal... Fangen wir schon mal an, doch. YOLO, Alter. Dann weiß ich, hier steht auch so ein Desmodeus. Das ist nicht so, das ist so eine komische Fledermaus. Also das Ding ist, ja. Aber ich geh näher zu meinem Mehrwing, falls der Karacho gleich auf mich losläuft. Ja, mach das mal. Und sonst lock ihn ins Wasser einfach. Also wenn er bei dir ist, dann kann er ja nicht hier sein. Also das ist prima. Dann, ich weiß ja nicht, ob er hier ist. Deswegen ja. Also aber wenn er jetzt nicht bei dir ist, dann ist er da. Und dann kannst okay, ich mache 600 Schaden und er läuft nicht los. Okay, hast du genug Scheiße? Ich hab 34 Munition habe ich. Oh geil. Also, nee, es reicht nicht, ne? Könnte... Nee, es reicht nicht. Nee. Fuck, muss ja, ich... doch, der... Na, knapp. Egal, der hat wahrscheinlich am Ende noch so 1000 HP oder so. Ich habe die 2 Schüsse nicht mehr. Dann komm besser her, oder? Naja, ich suche gerade nach einer guten Waffe. 413 habe ich. In Ordnung, ne? 31 Schuss. Schon 3k verloren. Ja. Digga, wir den wegballern, ne? Digga, das wäre schon andere wär schon haben, geil, oder? Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob er ihn züchten könnte. Oder gezüchtet hat. Ja. Ist halt er hat auf jeden Fall ein PvP-Leben verloren, das weiß ich. Was hat er damals erzählt? Oh, Digga, nicht nachgeladen, Alter. Digga, er wird hundertprozentig dann hier vor der Tür stehen, ey. 12k HP hat er noch. Okay, kommst also. Du her? Bist du Weg? Ich bin jetzt auf dem Weg, ich muss mir noch Munition craften. Ich würde mich jetzt auf den Weg machen. Ja, ja. Okay. Feuer weiter. Yes. Egal, dass die Scheiße immer nicht nachlädt, Alter. Nerviges ja, Fickspiel, ey. Was heißt zerstören? Wir nehmen alles mit, was wir können, ey. Ich glaube, der ist schon wichtig für seinen Angriff. Oder für die Verteidigung nur. Vielleicht braucht er die doch einfach nur zur Verteidigung. Digga, wir ficken jetzt oder einfach. Oder er ist gerade erst angekommen. Er ist wieder hier. Oh, dann gehe ich jetzt schnell zu seiner Base. Es tut mir leid, ich drehe jetzt ab, ja? Weil... Ja, mach. Ich baller hier weiter drauf. Ja. Und verpiss mich dann. Ich hoffe rechtzeitig. Ja, nicht, dass wir ihn dann direkt... okay, doch, egal. Mach weiter. Nicht, dass er sofort Revenge möchte, weißt du?
Ja, kann er ja. Ja. Wenn du jetzt seine Base angreifst. Solange er nicht hier ist. Muss mich jetzt aber echt richtig beeilen, ey. Richtig heftig beeilen. Ich glaube, ich würde das sogar schaffen, den zu killen von der Munition her. Okay. Auf sehr schön. Er fliegt gerade mit dem Mailwing hier rum. Ja. Oh, schnell. Er pfeift, nee. er pfeift den Dino weg. Ja, okay. Reingeholt. Er holt ihn gerade rein. Er ist weg. Ich bin okay. Auf 3,7k runtergeschossen. Okay, Stego. Okay, schade. Dann verziehe ich mich jetzt hier, ja. Ja. Ich kann doch ein bisschen nach mir suchen hier. Was war denn das jetzt hier für eine Aktion? 27.000. Schon ging's Gesetzbuch eigentlich. Ja, ne? Wie hast du das mitbekommen, dass ich jetzt hier bin? War das jetzt Zufall, dass du gekommen bist? Ich hab meinen Loot nach Hause gebracht, ja. Ja, wie soll ich das Timing, ey? Ja, das Timing, er bringt gerade seinen Loot nach Hause, Alter. Ich noch 3 Minuten mehr gehabt. Ich glaub, das kracht. Noch 6 Schüsse, dann wär's vorbei gewesen mit dem Viech. Okay, ich bin jetzt gleich bei seiner Base. Muss mal kurz gucken. Oh, ich hoffe, das können wir so nicht stehen lassen, ne? Wisst ihr schon. Ich hoffe, dass da kein Pullover in der Nähe ist. Der mich dann auseinander nimmt, ne? Wow. Möchtest du ihn stehen lassen? Oh, oh. Irgendwer hat gerade was. Irgendwas hat gerade auf mich geschossen. Oh mein Gott. Kann nur seine Base gewesen sein. Er ist okay. In seiner Base. Er ist in seiner Base, okay. Also, er ist in seiner Main Base, meine ich. Alter! Boah! Was denn? Das sind brutal viele Tower, Alter. Ich geh ran, einfach scheiß drauf, ne? Du musst halt überleben, ne? Nicht sterben. Am besten auch den Stiegel nicht sterben lassen. Ja. Du weißt jetzt ungefähr, wie es geht. Ja. Ja. Deko, ich brauch deinen Support. Komm hier gleich her, ne? Ja, ich bin auf dem Weg schon. Digga, warum schießt du daneben? Was soll ich machen dann? Das wirst du dann gleich sehen. Alles mitnehmen, was geht hier. Boah. Digga, warum? Das funktioniert schon wieder nicht, wie ich will. Oh. Okay, meine Rüstung ist kaputt. Oh, keine Ahnung warum. Oder musst du dich. Ja, versuch mal, ja, ich verziehe mich. Vielleicht Splash Damage mit einer eigenen Rakete. Ja, ich geh weg. Das hat auf jeden Fall richtig Bumm gemacht. Wenn du jetzt wechselst, dann ist er weg, dann ist er weg. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir noch hin. Los. 3 Minuten haben wir noch. Ich fahr grad die Rutsche wieder hoch. Okay. Aber ich brauch eigentlich erstmal eine anständige Rüstung. Oh, fuck, ey. Ist ja da irgendwo in so einem Schrank drin, oder? Ja, sonst könnte ich das eben schnell machen. So, Raketen muss ich noch schnell holen. Hier, wie gesagt, habe ich hier hinter den Ofen geballert, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Habe ich dir letztens gesagt. Hinter was für einen Ofen? Hinter den Öfen hier, Brudi. Hinter den Öfen. Achso, die draußen hier, die. Ja. Ja. Raketen brauchen wir wieder. Raketen. Ein paar Raketen und dann. Alter, die ist fast durch, Digga. Da fehlt nicht mehr viel, ey. Los, 6 Raketen werden gebaut. Und jetzt schnell rein, Digga. Schnell rein. Geht da schon mal hin, ja? Ja. Gerade die Rüstung ausgerüstet. Ich habe jetzt nichts dabei, Munition und sowas, ne? Das bringst du, ja? Ja, es sollte eigentlich funktionieren. Okay, ich gehe erstmal zu der Base, die du gerade knacken wolltest. Weil ich noch nicht genau weiß, wo seine Base ist. Oh, hier ist der. Nein, ich bin tot. Digga, wie? Ich bin zu nah an die Base ran. Digga! Ich wusste nicht, dass die da unten steht. Ich dachte, die ist da oben auf der Brücke. Hey. Das war richtig unnötig, Digga. Okay. Ah, wir haben ja gesagt, PvP, Tode, du darfst ja nicht zu Ende gehen. Das haben wir auch schon mit Data besprochen. Es muss einen Ziegenfight geben. Fuck, Alter. Oh, nach eurem Wunsch. Ich dachte, die Base steht da oben auf der anderen Seite der Burgbrücke. Nee. Und dann habe ich den Stego gesehen, kurz abgebremst und. Oh. Oh, jetzt kriegt der. Oh, auf mich wird geballert hier? Oh, fuck, ey. Der Stego greift auch gerade irgendwie an, ne? Keine Ahnung, was da los ist. Ist Delta vielleicht da? Glaube ich nicht. Doch, er fliegt gerade. Ja, da fliegt er jetzt. Ja? Ey. Aber hätten wir es eh nicht geschafft, wenn er jetzt da ist. Er soll drehen! Wenn Delta jetzt da ist, dann verpiss dich wieder am besten. Nein! Oh. Du Streichelbär, du! Ey. Oh, Digga, das war richtig unnötig, ey. Oh.
Ah, und der Stego backt da irgendwie fest. Also ich habe ihn zurückgeschickt, aber er hat nichts gemacht. Er hat auf jeden Fall... Ah, wir müssen da weiter gut Damage machen, Digga. Wir dürfen jetzt... Ah, du hast auch die ganze Rüstung jetzt verloren, ne? Ja, die liegt da jetzt. Wieso hat denn der Melvin hier kein Sattel? Ja, weil der neu ist dann, ne? Digga, das war jetzt... Melvin-Sattel. Ah, das war wieder richtig scheiße, ey. Das hätten wir gut planen können, richtig geil ihn wegknülzen können. Die Base ist halb offen. Digga, der wäre so... Oh! Scheiße, Mann! Also was hätten wir machen sollen? Wir können jetzt nicht weiter auf die Base drauf schießen, während er auf uns schießt. Stego, sauer. Jetzt ist der Stego weg. Ja. Wie gesagt, ich habe den passiv gepfiffen, zurück. Er hat sich kein bisschen bewegt. Und Data war noch nicht da. Oh, jetzt hier! Nein! Was machen wir denn jetzt? Okay, Deko. Was denn? Sein Pullover ist hier. Was soll ich tun? Ja, mir kurz helfen, das wäre sweet in mein Höschen. Hallo? Ich habe nur Rüstung, ich habe nichts an Waffen dabei oder irgendwas. Okay, das war's. Okay. Das war's. Mit deinem Pullover? Ja, ist tot. Ist unsere Dinger reingelaufen. Hä, ich kann... Achso. Du bist wieder in so eine Falle reingelaufen. Ja, also das war jetzt... Fuck, ey. Ich muss meine Rüstung holen dann. Ja, wie denn? Kannst du nicht. Warum? Also, wenn du da abgeschossen wurdest die ganze Zeit, versuch's aber. Ich war relativ außer Reichweite, wenn ich ein bisschen weiter wegstehe mit dem Enterhaken. Achso, okay. Also ich dürfte echt hart am Rand seiner Reichweite gewesen sein. Okay. Ja, dann do it. Ich bin noch voll hier, bin zufrieden. Aber der wird natürlich jetzt einfach seine Scheiße wieder aufbauen, ne? Ah, Mann, ey. Das war so gut, ey. Hat echt gut angefangen. Hat er beides gecountert, ne? Den Angriff auf seinen komischen Arsch-Dino und... Na, was heißt gecountert? Er war dann einfach da, ne? Also... Also gecountert hat er nichts. Das ist einfach nur seine Präsenz, weil er heftige Waffen hat, ne? Er muss ja nur in der Nähe sein, dann kann er alles wegcountern, weil er einfach so einen krassen Vorteil sich über die letzten 70 Folgen aufgebaut hat. Wo wir einfach ein bisschen verkackt haben. Deswegen, solche Fehler dürfen echt nicht passieren, ey. Okay, aber jetzt ist es vorbei. Dann würde ich sagen, versuchen wir nochmal einmal Rettungsaktion, ne? Ich angel noch eben hier die... Ja, genau. Ich gebe dir hier den Mehrwing. Die Frage ist halt, wo ist Delta jetzt? Ich könnte nochmal rumfliegen und nachschauen. Um so ein bisschen zu unterstützen. Bin jetzt hier gelandet. Ich sehe meine Leiche. Versteck mich hinterm Stein. Kann ich mit einer Bazooka einfach draufschießen? Nee, ne? Das wird nichts. Wo draufschießen? Auf seine Base. Ich hab alles wieder. Sehr schön. Zurück zum Maywing. Okay. Er hat alles wieder neu aufgebaut. Ja. Was heißt alles? Nee, doch nicht. Ey, da ist echt nicht so viel Kram, ne? Also sobald... Wir könnten eigentlich uns mal so ein 10k HP-Stege holen und versuchen mit unserem besten Sattel, was wir da so haben, nochmal hinzugehen und seine Base da zu knacken, ne? Das wäre auf jeden Fall drin. Also wir haben versucht, wert, ja. Ja, check, Ende. Ich hab leider echt verkackt, ey. Ich bin davon ausgegangen, dass die Base da oben, wo die andere Base ist, wo Marvin gerade die Türis machen wollte, auf der anderen Seite der Brücke ist. Wow. Aber nun gut. Es muss ja mal wieder irgendwie ein bisschen fällig werden. Das wäre ja keine große Folge. Okay, dann schmeiß ich hier schon mal den Stego raus, und Muchachos. Wobei, lassen wir das machen in der nächsten Folge. Okay, meine Rüstung ist wieder heile. Hallo rumballern, ne? Ich hoffe, wir haben Delta mal so ein bisschen Schaden gemacht. Ja, so ein bisschen. Ich fand, ja, leider war er echt fast, Alter. Er muss ja direkt, nachdem er den Karacho Donto Lachs da wieder weggedingst hat. Das war ja klar, dass er das macht, ne? Muss ja wieder hergekommen sein. Aber hätte er ein bisschen länger gebraucht, hätten wir es geschafft. Ja. Schade. Auch mit dem kleinen Fail jetzt. Also Muchachos, naja. Schön mit Öl, ne? Wir versuchen dann weiter zu rasieren. Was heißt weiter zu rasieren? Wir versuchen noch überhaupt zu überleben. Und versuchen seine Base in der nächsten Folge noch ein bisschen zu zerstören, wenn wir das überhaupt hinkriegen, ne? Also bis dann reingehauen. Ciao, ciao!